Ja, hallo, da bin ich mal wieder. Wir sind ja jetzt in der Kneipe seit der letzten Folge drin. Und sieht aber schon cool aus, muss ich sagen. Mit deinem Roboschädel, mit. Naja. Ein Brett mit einem Kuhn. Aber erstmal gucken. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Bestimmt. Du, Lonzo! Ja! Ich glaube, die sind aber alle so und dann ist froh, dass er weg ist, weil er so chaotisch ist. Aber ich mag ihn deswegen, das. Rufus halt. Den muss man lieb haben. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Ja. Das hast du schön gesagt. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Ja, immer. Leider. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Wecker, Wecker, Wecker. 10. harter Zack, Kreif. Ja, ich bin schon lässig. Ja. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Ja, das Imperium war da. Naja. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Yeah, jetzt wird ein bisschen gerockt mit deiner Orgel. Mal gucken. Wird er uns ein Espresso vorbereiten? Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Espresso. Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt.
Und ich erst. Was für ein Gekrake. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. So, ich muss mal kurz husten. Naja. Gut, wir brauchen viele Sachen. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Okay, mit Betonung auf noch. Astro, eine Präsentation. Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Nehmen wir das mit? Flörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Ja, es ist wie immun. Man sieht, wie er immun ist. Ach ja, mit Leertaste könnte ich aber Sachen und Gegenstände anzeigen lassen, aber erstmal will ich das tun. Hier. Wenn ich Leertaste drücke, sag ich mal, dann werden hier Sachen angezeigt, aber Tasse kann ich sowieso nicht nehmen, das ist eine Schublade, wie gesagt. Aber sonst hier gibt's ja nichts. Gut, dann wollen wir mal raus und mal gucken, vielleicht können Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Interessant, das gefällt mir. Dann gehen wir mal zur Notfallstation. Gucken, was hier ist. Gibt's. Gut. Da ist ein Zahnbohrer. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Ja. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. So, Messer, alles mitnehmen. Gibt's sonst noch was? Ach ja, stimmt ja. Wir können ja Lachgas mal ausgucken. Wir haben Lachgas! Damit können wir zwei Sachen machen, das ist lustig, wissen, hoffe ich, glaube ich, wenigstens, okay. Gizmo ist nicht da, das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool! So, jetzt haben wir... Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Echt? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja, kann ich, glaube ich. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. So, dann wollen wir mal die Handschuhe, Asbesthandschuhe, die sind immer gut. Da ist ein Loch in der Plattform. Da bin ich. So, mach ich mal rein. Gucken. Also ich weiß, vielleicht ist es sinnlos. Mal gucken, was passiert. Strike! Strike, jetzt haben wir... Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Okay. So, dann können wir hier mal gucken, kriegen wir das so auf? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, als wir geblinzelt haben, ne? Da bewegt sich alles. So, ich habe eine Idee mit den Handschuhen, weil dein Loch ist. Also ich versuche mal, das festzuketten. Und dann... Da drin ist ja was, um das zu holen. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Ja, ich glaube, Deponia war mal ein schöner Planet, nur der ist vermüllt durch andere Welten, andere Städte, die ihr Müll einfach hinschmeißen, plus deren selber den Müll dahin schmeißen. So, dann wollen wir...
So, jetzt ist die Stange wenigstens runter. Eine Sache wollte ich ja zeigen. Oh Scheiße, geht das denn? Ich glaube, ich weiß schon. Loser! Na, nach hoch. Dietrich. So. Zelle aufmachen. Können wir die Handschellen jetzt wieder wegmachen? Das wäre super. Nein, ich will das ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Die Krankenstation haben wir nicht gehört. Das geht doch noch. Das ist super. Die drehe ich jetzt. Der Clown unter... Clown. Der Clown unter die Narkose gasen. Clowns. Clowns, die sind doch nicht so doll witzig. Ich finde die nicht so prickelnd. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Ja, ich habe gedacht, vielleicht... Also erst wollte ich mit Dietrich, aber ich habe gedacht, naja, vielleicht ist es ja nicht zugeschlossen. Was finden wir? Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Okay. Auf Punsch. Wow, jetzt haben wir... Gucken von der Liste. Ich glaube, dann haben wir... Auf Punsch. Gut. So, dann eine Sache wollte ich machen. Das klappt. Ins Flachen bringen. Da geht ja ein. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Naja, immerhin. Dann haben wir jetzt einen schlafenden Papagei, der betäubt ist. Oh, süß. Er redet im Schlaf. Ja. So, können wir noch einen Heliumballon nehmen? Wegen die Ballons, die haben wir ja da die ganze Zeit. Ein Lachgasballon, eher gesagt. So, dann gehen wir raus. Mal. Hab keinen Bock. So. Vincent. Hey Wenzel, was gibt es? Wenzel. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Tja, so wie es aussieht, ja. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Wieso, das meine ich? Das ist ziemlich mies. Wenn man die, aber wenn man die Rufus da mit, also die Leute genauso behandeln würde wie die, ohne Witz, da würde jeder sauer sein. Oder sich für blöd vorkommen auch. Deswegen finde ich das nicht nett. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Nein. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Worum es diesmal geht? Wir wollen... Bohnen?
Gebrannt? Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm, du machst das schon. Wo ein paar Zutaten weiß ich ja noch, glaube ich, würde ich hier... Hast du eine Idee, woher ich Aufputschmittel bekomme? Hast du Dr. Gizmo schon gefragt? Hm, ich glaube sogar, er sagte sowas. Er hat bestimmt was in seiner Praxis. Gut, dass ich so ein phänomenales Gedächtnis habe. Sonst wäre ich da nie drauf gekommen. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Das stimmt auch wieder. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Gute Frage. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Nee, klares Wasser? Sowas gibt es... Na, no, auf die... Mann... Doch. Das wäre allerdings... Er verlässt... Immerhin hat... Vielleicht... Puh. Ich wollte das beleben. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Also Batteriesäure, also statt, ja, ich habe vor kurzem auch das Säure, deswegen, das ist Batteriesäure eigentlich, deswegen, ja, mal gucken, wie das jetzt wird. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. So. Bis später. Genau. Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? Wer weiß. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. So, unter der Dusche, das hört sich verlockend an. Nach was? Vorn? Dass der Wasser reinfließt? Dass er denkt, dass eine Quelle, dass er dann zum Rathaus geht. Anschließend, wäre super. Naja, ich glaube, da fehlt uns was dafür. So, eine Sache hole ich noch. Und dann mache ich eine Aufnahmepause, glaube ich. So, Chili-Chote. Wegen der konnte sie ja nicht anfassen, das sind ja Asbest-Handschuhe. Yay! Gut, da kann ich jetzt überlegen. Ich brauche einen Behälter, ein Glas oder so. Gibt's das irgendwo noch? Papier gab's nichts mehr. Ich kann mal hier gucken. Ach doch. Ah, und ein Trichter auch. Oh, so viele drei Sachen. Ich glaube, drei Sachen sind das nur. Die Rakete. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Ja, das wissen wir. So, und die Rakete, die hat ja... Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten explodierten Öltank...
Die Rakete hat ja Schießpulver. Also Schwarzpulver. Drin. Ja, wir haben ja ein schönes Messerlein. Dann mal gucken. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Genau, Schwarzpulver haben wir jetzt. Was haben wir? Da ist eine Spritze. Wir haben die Chilischote, Schwarzpulver. Den Dietrich haben wir immer noch. Können wir das aufmachen? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Ja, gut, deswegen wundert mich's jetzt auch ein bisschen. Naja. Gut, wie gesagt, ich werde eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns gleich wieder.